Selbstverteidigung oder Selbstjustiz. Am Tag nach dem Überfall betreten der Juwelier und seine Frau gemeinsam mit Beamten der Spurensicherung den Tatort. Vor Ort will man klären, wie genau es zu den tödlichen Schüssen kam. Seine Waffe soll der Mann legal besessen haben. Ob er aber auch schießen durfte, muss jetzt ermittelt werden. Fest steht lediglich, dass der Ladeninhaber mindestens 2 Schüsse abgegeben hat, mit denen er auch beide Täter getroffen hat. Das Notwehrrecht ist ja eben an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und diese lassen sich eben erst beurteilen, wenn der Sachverhalt hinreichend aufgeklärt ist. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag mitten in der Altstadt von Celle. 2 bewaffnete Männer betreten am Nachmittag das alteingesessene Juweliergeschäft Neue Straße. Darin befinden sich zu diesem Zeitpunkt nur die Inhaber, ein Ehepaar im Alter von 71 und 72 Jahren. Dann gerät die Lage offenbar außer Kontrolle. Der Juwelier eröffnet das Feuer. Mit 72 Jahre alt, was soll er machen? Geht am Tresor, holt die Knarre raus. Ich würde mich auch wehren, wenn mich einer angreift. Und die Möglichkeiten, die ich dann habe, die würde ich ausnutzen. Wenn einer vor mir steht und eine Waffe in der Hand hat und ich nicht erkenne, was es für eine ist, dann schütze ich mich erstmal selber. Einer der Räuber ist sofort tot. Sein Komplize erliegt in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Beide niedergeschossen von ihrem eigentlichen Opfer. Es ist wohl nicht das erste Mal, dass der Juwelier überfallen wurde. Ein Nachbar berichtet. Dieser arme Mann, der hat jetzt, wie lange er lebt, kann sein, 20 Male hat. Ne? Und der letzte Punkt ist gekommen, wo er hat eine Entscheidung getroffen, so weit zu gehen und jemanden Menschen umzubringen. Das finde ich schade. Der muss so weit kommen und jemanden Leben zu einfach tot zu machen, das finde ich sehr schade. Der Juwelier und seine Frau erleiden einen Schock, werden psychologisch betreut. Auch sucht die Polizei noch nach Zeugen, die weitere Angaben zum Geschehen machen können.